Aktuelles Thema für den heutigen Part im edukativen Freitag: Top-Trading-Chancen finden, und zwar genau dort, wo Bulle und Bär im Infight sind, also dort, wo wir auf richtig Action hoffen können, und wenn wir diese Action sehen, unsere Trades entsprechend in die richtige Richtung bewegen können. Bevor wir hier natürlich in die Details gehen, ist es wichtig, den Risikohinweis noch einmal zu besprechen. Der ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das sei dazu mal gesagt. Und wir machen jetzt einfach weiter mit einem Blick dahingehend, wo wir im Chart gut traden können. Das heißt, wo finden wir denn die besten Trading-Chancen, die wir hier an dieser Stelle sehen? Und da nutzen wir heutzutage natürlich den Computer, die Charts, die technische Analyse. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir in die Charts, und jetzt gibt es so ein paar Rundum-Informationen, teilweise sehr basislastig, aber ich weiß, wir haben hier auch immer wieder Zuschauer dabei, die sind noch nicht ganz so tief erfahren, und deswegen gibt es auch immer mal ein bisschen Basisinformationen, weil die einfach wichtig ist für uns Trader. Wir müssen es wissen, und das heißt, es fängt auf alle Fälle auch damit an, zu sagen, was gibt es denn überhaupt für Charts? Ne? Und warum schaue ich mir denn den einen und nicht den anderen Chart an? Das gehört dazu, das gehört zum Grundwissen, und deswegen besprechen wir es an dieser Stelle auch mit. Hier im Bild zu sehen, die Charts helfen uns natürlich, Chancen zu finden. Und bei den Charts gibt es halt verschiedene Arten. Hier an dieser Stelle mal den klassischen Linienchart. Im Linienchart sehen wir einfach nur, ja, ohne irgendwas eine Linie in den Raum gezogen. Wir sehen sozusagen das Ganze auf Schlusskurs- bzw. Tickbasis. Also alles, was wir hier sehen, ist einfach nur, wenn das ein Tageschart ist, jeder Schub ist halt der Schlusskurs des entsprechenden Tages. Wäre es ein Tickchart, dann wäre hier natürlich jeder Tick ein Punkt. Wenn es ein Stundenchart wäre, logischerweise würden hier die Linien durch die Schlusskurse der entsprechenden Stunden gezeichnet werden. Das ist einfach das. Das nimmt das ganze Grundrauschen raus. Das ist also ein Chart, der uns keine Informationen über das Marktverhalten gibt. Aber das ist das, was bei den anderen Chartarten den einen oder anderen immer mal ein bisschen verwirrt. Es gibt auch keine Gaps. Diese Charts kann man im Trading benutzen, wenn man, sage ich mal, relativ langfristig unterwegs ist. Ja, also wenn man, das heißt, wenn man im Trading beziehungsweise dann vielleicht mehr auch im Investment, wenn man Währungen oder Indizes für längere Zeit im Portfolio halten möchte, da kann man solche Dinge gut nutzen, weil es einfach völlig wurscht ist, ob da mal ein Tag dazwischen war, der gespiked ist, ob wir ein Gap hatten oder nicht. Der Chart zeigt uns einfach nur eine Richtung an. Ne? Wir sehen auch wichtige Marker in diesem Chart. Ne? Hier beispielsweise, hier sehen wir eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit Nackenlinie, wo der Bruch nach unten gegangen ist. Auf der anderen Seite, hier sehen wir eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Hier haben wir die Nackenlinie, die schön nach oben aufgelöst worden ist. Also man kann diese Charts durchaus auch zum Traden benutzen, weil in diesen längeren Zeiträumen ist es natürlich völlig wurscht, ob ich hier 3, 4, 5 Pips bzw. Zähler eher reingegangen bin oder später, weil im Linienchart eine andere Preismarke an dieser Stelle hier liegt, als vielleicht im Kerzenchart der Fall gewesen ist. Wie schon gesagt, man kann diese Charts nutzen, man muss es nicht, aber sie bieten halt eine gute Lösung für all diejenigen, die so ein bisschen Ruhe im Chart haben möchten. Auf der anderen Seite, hier sehen wir es ganz klar, haben wir sogenannte Kerzencharts oder Balkencharts. Man kann hier beides nutzen. Die Einstellungen sind auch relativ leicht zu machen, wenn wir uns das Ganze mal hier kurz im MetaTrader auch anschauen. Wir können hier den Linienchart wählen, den Kerzenchart, einfach mal auf die Eigenschaften klicken, und dann können wir hier sozusagen relativ gut auch alles einstellen, was wir haben wollen, wie das Ganze sein soll. Also die Einstellungen sind hier relativ leicht und relativ schnell zu machen, um das Ganze im Trading mit zu benutzen. Wie schon gesagt, das hier ist ein klassischer Kerzenchart an dieser Stelle. Das heißt, wir bekommen aus den Kerzen auch Informationen über das Verhalten der Marktteilnehmer, was uns der Linienchart in dieser Art und Weise nicht so geben kann. Das heißt, wir bekommen Informationen über den Eröffnungskurs, den Schlusskurs, Hoch und Tief der entsprechenden Periode, die wir uns hier anschauen. Wir sehen sozusagen
ob Angst, ob Euphorie im Markt ist, ob wir eine Kauf- oder Verkaufperiode haben. All das können wir hier sehen anhand der entsprechenden Kerzen. Hier im Schwarz-Weiß-Chart ist es natürlich so, die schwarzen Kerzen sind fallende Tage, die weißen steigende Kerze. In dem farbigen Chart ist es in der Regel so, grün sind steigende Tage, dann rot sind fallende Tage. Das Ganze hier an dieser Stelle. Und wir sehen hier an diesen Punkten natürlich noch etwas anderes, auch sehr, sehr schön. Und zwar sehen wir jetzt nicht nur Widerstände und Unterstützungen, sondern wir sehen auch, wie sich die Marktteilnehmer an diesen Widerständen oder Unterstützungen verhalten. Das heißt, kommt es hier zu Lunden unten und kommt es hier zu massiven Kaufaufschub, ja, dann sehen wir, das Ding hat einfach eine Relevanz. Da kommt immer wieder Kaufdruck rein. Ja. Auf der anderen Seite haben wir oben, plötzlich sehen wir hier das Marktverhalten. Plötzlich haben wir hier diese Lunden oben drüber oder diese Dochter oben drüber, wir sind ja hier im oberen Bereich, und dann schiebt es den Markt wieder nach unten. Da können wir natürlich sehr, sehr schön lesen, was passiert an den Top- und Bodenleveln. Die sind ganz klar identifizierbar. Sehen wir Verkauf oder Kaufdruck hier oben? Wenn wir hier plötzlich starke Dochter sehen, die zeigen wirklich sehr, sehr starken Verkaufsdruck. Sehen wir hier oben in diesen Bereichen allerdings Kerzen, die mit den Schlusskursen drüber bleiben, dann haben wir auch die Chance, oben drüber zu laufen, weil wir jetzt sehen, es kommt kein Verkaufsdruck auf. Das alles können wir in einem Linienchart in keinster Weise sehen. Hier sehen wir es aber sehr, sehr schön. Am Boden, genau, die Lunden am Boden zeigen, hier kommt immer wieder der Kaufsdruck auf, wir wollen nach oben. Das sieht man sehr, sehr schön. Hätten wir hier unten allerdings Kerzen, die am Tagestief schließen, ja, dann haben wir durchaus die Situation, dass der Druck so groß ist, dass wir das Ganze brechen. Und das können wir anhand der Kerzen lesen. Da sehen wir sehr, sehr schön das Verhalten der Marktteilnehmer. Und das können wir als Trader definitiv antizipieren und damit dann unsere Trading-Möglichkeiten aus den Märkten mit herausholen. Also das mal so ein bisschen das Thema der klassischen Grundlagen hier in diesem Bereich, um einfach mal zu schauen, okay, was haben wir denn direkt an Vorteilen zwischen den zwei Chartarten in der Linie oder Balken? So, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz die Kerzen an sich an in der Erklärung. Auch das, nehme ich mal an, ist den meisten schon relativ klar. Das heißt, hier schauen wir uns mal kurz Kerzen und Balken an. Wir sehen hier eine Aufwärtskerze und hier einen Aufwärtsbalken. Wir sehen hier den Eröffnungskurs, den Schlusskurs. Der Schlusskurs liegt natürlich über dem Eröffnungskurs, weil es eine grüne Kerze ist. Wir sehen Tageshoch und Tagestief. Wir brauchen das Ganze gleich in den Erklärungen der anderen Sachen, die ich noch auf dem Schirm heute habe. Deswegen das Ganze mal hier. Bei einem Balken ist das Ganze identisch. Eröffnung, Schluss. Schluss liegt über den Eröffnungskurs. Wir hatten einen steigenden Tag und wir sehen natürlich Hoch und Tief der Periode. Abwärtsgerichtet genau das gleiche Bild hier. Die rote Kerze ist an dieser Stelle natürlich ein fallender Tag. Das sehen wir, dass der Eröffnungskurs über dem Schlusskurs liegt. In einem Schwarz-Weiß-Chart sind diese Kerzen dann schwarz eingefärbt. Wir sehen auch hier das Tageshoch und das Tagestief. Der Balken sieht dann entsprechend so aus, dass wir hier Eröffnungskurs und unten sozusagen den Schlusskurs haben. Aber ich sehe gerade, ich habe hier einen kleinen Fehler drinnen. Der Eröffnungskurs muss hier oben sein. Also dieses Feld muss hier rüber und das hier runter. Das ist ein kleiner technischer Fehler. Das muss ich mal noch entsprechend ändern. Das an dieser Stelle. Das ist also, was wir sehen aus den entsprechenden Einstellungen im Chart. Und damit machen wir mal weiter mit ein paar Kerzenformationen, die ich im Trading immer wieder nutze, um gute Handelsmuster zu identifizieren. Das heißt, Nummer 1, das sind Hammerkerzen. Was sehen wir anhand einer Hammerkerze? Wir sehen hier definitiv eine deutliche Umkehr innerhalb der Periode. Ja? Das heißt, egal in welcher Zeiteinheit wir uns das anschauen, der Chart, in dem sie auftauchen, zeigt uns, wir sind innerhalb der laufenden Periode weit in die Gegenrichtung gelaufen und danach komplett zurückgelaufen. Also das sind schöne Hammerkerzen, die wir sehr gut nutzen können. Diese Kerzen hier drüben, wo wir sehen, der Kurs kam von unten deutlich nach oben wieder hoch, das sind bei der richtigen Verortung schöne Long-Signale. Und auf der Short-Seite, wenn wir sehen, die Kurse sind von oben deutlich nach unten gekommen, also Intraday oder periodenmäßig, ein kompletter Abverkauf, das ist dann bei der richtigen Verortung eher die Short-Seite zu sehen. Ja? Das sind die Faktoren. Dann gibt es hier noch die Farben drinnen.
Und an dieser Stelle bin ich auch ehrlich, mir persönlich ist es relativ wurscht, wie die Farbe hier ist. Das Marktverhalten ist mir wichtiger. Und wenn die beiden Dinge so eng aneinander sind, dann sehe ich trotzdem, der Markt kam an dieser Periode, wenn es ein Tageschart ist, in diesem Tag deutlich wieder nach oben. Und hier ist er halt deutlich nach unten gegangen. Und da ist es mir egal, ob die letzte Nuance hier nun noch dafür gesorgt hat, dass aus dem Abverkauf eine grüne Kerze geworden ist oder ob das noch ein bisschen rot ist. Das ist mir völlig egal. Das untergeordnete Bild ist hier wichtig und damit haben wir eine Aussage vom Markt. Und auch hier ist es wichtig, wir brauchen da natürlich eine Bestätigung. Ne? Also wenn wir hier unten tief rausgekommen sind, wir schauen uns das Ganze mal kurz in dem Chart an, vielleicht sehen wir hier gerade was, ich glaube im DAX haben wir das jetzt auch gehabt, schauen wir mal kurz in den DAX mit rein. Da hatten wir so eine schöne Hammerkerze. So, hier haben wir den DAX. So, genau, hier sehen wir es sehr, sehr schön. Ich muss nur mal, warte mal, ich mache das mal kurz in dem sauberen Chart hier drüben rein. So, auf Tagesbasis, da haben wir eine schöne Umkehrkerze gehabt. Schaut euch das mal an hier an dieser Stelle. Das ist eine Hammerkerze. So, wo war das Ganze verortet? Das war verortet nach einem ordentlichen Schub nach unten. Und hier haben wir gesehen, es ging nach oben. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Aber ich gehe hier nicht blind links dann in die Long-Richtung rein, sondern ich warte das Ganze noch in seiner Bestätigung ab. Und das sieht man dann schön im untergeordneten Chartbild. Schaut mal, das war die Hammerkerze. Von unten, zack, nach oben rein. Wir brauchen aber die Bestätigung, dass es tatsächlich nach oben geht. Und dann bildet sich der Aufwärtstrend. That's simple. Mehr ist es nicht. Das ist das, wo ich mir einfach vom Markt zeigen lasse, wie ich hier reingehe. Das also die deutliche Umkehrsignale, die wir hier bekommen, durch die Hammerkerzen. Nummer 1. Machen wir weiter. Es gibt ja verschiedene Kursmuster und wir haben hier beispielsweise die sogenannten Umhüllungskerzen, also die Engulfing Patterns und das haben wir auch wieder. Einmal auf der Long-Seite und einmal auf der Short-Seite. Wichtig zu sehen hier an dieser Stelle ist, dass hoch und tief umschließt die Vortageskerze. Also hier an dieser Stelle, hier eine grüne. Das ist immer gut, wenn wir es im Aufwärtstrend sehen. Und die rote Kerze hat Folgendes gemacht. Die ist nochmal nach oben gelaufen, hat nochmal ein neues Hoch geschrieben, wurde dann komplett abverkauft und ist hier unten drunter gefallen. Das ist ein Schutzsignal, sobald wir hier unten drunter laufen. Ich sehe gerade, hier ist ein Fehler drin. Also, Moment, ich mache das gleich mal kurz weg. Also, das ist hier die Short-Geschichte. Und drüben die Long-Geschichte. Manchmal sollte man nicht immer nur Copy und Paste machen, wenn man seine Präsentation vorbereitet. So, jetzt passt es. Also, hier sind wir weit nach oben gelaufen. Der Markt ist rumgedreht und wenn das bestätigt wird, auf geht's nach unten. Auf der anderen Seite, hier sind wir weit nach unten gekommen, haben nochmal ein neues Periodentief geschrieben, sind dann rumgedreht und hier haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich schön nach oben durchstarten können, wenn wir oben drüber laufen. Auch das gucken wir uns mal ganz kurz hier im Chart mit an. Ich bin mir relativ sicher, wir finden hier relativ gut etwas, was in diese Richtung auch mit passt. Ich muss noch mal kurz schauen. Das ist dann an dieser Stelle selbstverständlich live zu sehen. So, ich suche jetzt mal kurz nach einem schönen Muster, wo wir das Ganze gut sehen können, von oben oder nach unten. Da haben wir, lasst uns das mal schauen. Wir nehmen uns mal ganz kurz diese Periode. Das ist jetzt natürlich ein bisschen extrem an dieser Stelle, aber das Bild wird doch auch durchaus verdeutlicht. Also diese Kerze hier ist durchaus eine Umhüllungskerze. Was hat sie gemacht? Sie hat das Hoch dieser Periode überschritten und natürlich auch das Tief. So, und diese Kerze hat auch diese Grundbedingung erfüllt. Das heißt, an dieser Stelle haben wir hier den Abwärtsschub bekommen. Die Volatilität war an diesem Tag natürlich massiv hoch. Aber auch hier haben wir es gesehen, in dem Moment, als das Tief dieser Kerze nach unten unterschritten wurde, kam so richtig Schub nach unten rein. Und da hat sich hier auch der Abwärtstrend gebildet. Und das ist das, was diese Kerzen auch wirklich immer gut geben, an dieser Stelle hier das Ganze schön zu sehen. Da haben wir die Umkehr bestätigt bekommen durch den Schub nach unten und das gibt dann das Potenzial wirklich entsprechend für die Unterseite.
Das also hier zu den sogenannten Umhüllungskerzen, die Engulfing Pattern. Also auch das spielt immer eine gute Rolle im Trading. Und hier, wie schon gesagt, die Verortung ist auch immer, immer wichtig. Das Ganze sollte am Ende einer Aufwärtsperiode stehen und das Ganze am Ende einer Abwärtsperiode. Und dann haben wir eine Chance, die Gegenrichtung entsprechend zu traden. Machen wir weiter hier an dieser Seite. Die sogenannte Piercing Line oder Dark Cloud Cover. Diese beiden Dinge stehen für Long- oder Short-Trades. An dieser Stelle sehen wir die Verortung. Hier, wir sind von oben deutlich nach unten gekommen, haben hier unten schon mal noch ein neues Tief geschrieben und dann eine schöne Umkehr bekommen. Was sagt uns die Logik, die ich gerade auch beschrieben habe? Wenn wir hier in den kleineren Zeiteinheiten dann eine Bestätigung bekommen, das heißt der Markt hier oben drüber laufen und nach oben trenden, haben wir gute Chancen, ein Stück weit nach oben zu laufen. Beispielsweise in die Korrektur reinzugehen. Und das macht sich immer am besten, wenn wir wirklich schöne, starke, dynamische Bewegung vorher nach unten hatten. Auf der anderen Seite, wie der Name das schon sagt, Dark Cloud Cover, also es ziehen dunkle Wolken auf, das ist meistens ein keines so gutes Zeichen für die Long-Richtung, wenn sowas hier passiert. Wir haben hier einen schönen, starken Anstieg vorher gehabt. Also wenn wir uns das Ganze mal kurz im Chart anschauen, beispielsweise hier einen schönen, starken Move nach oben. Und wenn wir das dann hier bekommen, dann haben wir natürlich die Sache, okay, jetzt könnte es duster werden. Also einen schönen Move nach oben. Hier die Umkehr. Wenn das Ganze nach unten bestätigt wird, dann haben wir wirklich richtig gute Karten, nach unten zu laufen und das Bild als Umkehr zu nutzen. Das sieht man relativ gut und das sind auch Kerzenformationen, die wirklich sehr, sehr einfach am Markt auch zu finden ist. Ganz klar, es dauert ein bisschen hier, wenn man das Ganze im MetaTrader macht. Man muss ja jeden einzelnen Part auch rüberziehen, aber ich sage euch, wie es ist. Es ist die Arbeit wert. Ihr lernt die Märkte gut kennen, die ihr traden wollt und ihr lernt auch sehr, sehr schön das Ganze kennen, wie ihr eure Trades mit planen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. So, und dann gehen wir nochmal in das Thema an dieser Stelle der sogenannten Dojis, also die japanischen Schwerter. Bei den japanischen Schwertern ist es so, dass Eröffnungskurs und Schlusskurs nahezu, oder nicht nahezu, die sind laut Definition identisch. Punkt. Die Verortung im Trendverlauf ist bei diesen Schwertern sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, auch die können ja irgendwo in nirgendwo auftreten oder aber am Ende einer Periode. Und das ist das Wichtige, was wir hier an dieser Stelle mitnehmen können. Bei den Schwertern gibt es drei verschiedene Grundformen und eine Sonderform. Und das Ganze schauen wir uns jetzt an dieser Stelle mal schön mit an. Also, wir starten mal hier mit dem sogenannten Long-Legged Doji. Was zeigt uns dieses Doji an dieser Stelle? Na, wir sehen es ganz klar. Unentschlossenheit der Marktteilnehmer. Nummer 1, Eröffnungskurs und Schlusskurs sind identisch. Nummer 2, wir sind nach oben gelaufen, wir sind nach unten gelaufen und in die Mitte zurückgekehrt. Das ist wirklich ein Zeichen von hoher Unentschlossenheit. Das heißt, hier können wir sagen, hier müssen wir kurz abwarten, was passiert. Wenn der Markt nach unten bricht, dann die Short-Seite präferieren, geht er doch nach oben, dann können wir schon ein Stück weit noch nach oben mitnehmen, aber es ist halt so ein bisschen ein Zeichen, wenn wir in einer weit gelaufenen Bewegung nach oben beispielsweise stehen, dann könnte es halt sein, dass oben die Luft ausgeht. Das zeigt uns dieses Doji. Das nächste, was wir haben, ist hier entsprechend die sogenannte Gravestone Candle, also der Gravestone Doji. Hier sehen wir keine Unentschlossenheit. Hier sehen wir ganz klar ein massives, entschlossenes Verkaufsverhalten der Marktteilnehmer. Und wenn wir sowas bei einer weit gelaufenen Bewegung sehen, dann wissen wir ganz klar, hier haben die Marktteilnehmer absolut abverkauft. Und wenn sich dieses Verhalten fortsetzt, dann sehen wir erstmal weiter fallende Kurse. Das an dieser Stelle zum Gravestone Doji. Und das sind auch Dinge, die häufig oben an Trends auftreten. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier im DAX was sehe in diese Richtung, dass ich das mal ganz kurz zeigen kann. Aber der Markt scheint uns hier gerade nicht den Gefallen zu tun. Also, wo diese auftauchen, ist wirklich sehr, sehr oft ganz weit oben. Hier am Ende von Bewegungen und dann den Schub nach unten auch zu geben. Das sind Fakten, die wir immer wieder sehen, die wir im FX-Bereich auch sehr, sehr schön zum Trading nach unten sehen können. Das sind Chancen, die wir hier auf der Unterseite haben. Das Gegenstück dazu ist das sogenannte Dragonfly Doji. Und hier sehen wir ganz klar, Verkaufdruck gibt es hier nicht. Hier
gab es massiv den Schub nach oben. Ne? Der Markt hat hier nach unten durchgeatmet, aber dann komplett nach oben weggekauft. Und das ist ein gutes Zeichen, dass der Markt nach oben möchte. Blicken wir nochmal kurz in den Chart. Das ist so ähnlich wie die sogenannten Hammerkerzen. Das letzte, was wir hier gesehen haben im DAX, das haben wir vorhin auch schon besprochen, hier unten, das ist wirklich der Verkauf, ist abgelaufen, der Markt ist komplett nach oben gelaufen und das sind wirklich gute Chancen, die wir haben, hier mit Bestätigung dann ein Stück weit nach oben mitzulaufen. Am besten funktioniert das natürlich, wenn wir ganz weit unten gestanden sind oder ganz weit oben gestanden sind, dass wir wirklich die Umkehren bekommen und dann neue Trends nach oben mit begründen können. Das sind so die Fakten, die wir an dieser Stelle haben. Hier unten übrigens auch, das ist jetzt kein Doji, aber es ist wirklich so eine Kerze, da sehen wir etwas Unentschlossenheit und wenn der Markt dann tatsächlich nach oben läuft, dann haben wir die Chance, hier die Gegenrichtung anzugehen. Und hier haben wir ja gesehen, wie schön das Ganze auch passiert. Man muss nur manchmal ein bisschen geduldig sein. Und damit kommen wir vom Dragonfly Doji zum sozusagen Doji mit dem kurzen Schatten. Das heißt, die sogenannten Stars, das heißt der Doji Morning Star und der Doji Evening Star. Das heißt, hier haben wir den abfallenden Markt am Ende und hier tritt dann dieser Doji entsprechend auf. Das heißt, hier unten stehen wir in der Situation, dass wir einen Markt hatten, der sich kaum bewegt hat, also nicht nach oben großartig, nicht nach unten großartig gelaufen ist. Eröffnungs- und Schlusskurs sind gleich. Wenn wir hier die Umkehr bekommen und der Markt nach oben strebt, dann haben wir wirklich richtig gute Karten, nach einem starken Schub nach unten wirklich hier die Gegenrichtung anzutreten. Das Gegensignal sieht so aus, wir haben wirklich eine schöne, starke Bewegung von unten nach oben gehabt. Und je länger und je stärker diese Bewegungen sind, je besser ist der Markt überdehnt in eine Richtung und je größer sind die Chancen, dass sich das Ganze hier an dieser Stelle nach unten entlädt und wir ein Stück weit nach unten traden können. Und das macht sich im kurzfristigen Trading auch immer sehr, sehr, sehr gut, wenn wir erst einmal zum Beispiel eine Korrektur traden wollen. Das heißt, da brauchen wir gar nicht einen Trendbruch und eine neue Trendbildung, sondern wir können einfach davon ausgehen, dass hier eine Marktdynamik nach unten oder nach oben auftritt, ohne das Gesamtbild zu ändern. Das heißt, wenn wir uns mal kurz den Chart anschauen, wenn sowas hier unten auftritt, wir müssen nicht gleich den Abwärtstrend beenden, sondern wir können einfach ein Stück nach oben schnipsen. Und wenn es oben auftritt, wir müssen nicht gleich den Aufwärtstrend beenden, sondern wir können einfach ein Stück nach unten schnipsen. Das sind die Fakten, die wir aus diesen Mustern sehen. Und das ist halt das, wo ich persönlich mir über die vielen Jahre auch eine Lesweise der Märkte erarbeitet habe, um so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, wie die Märkte gerade ticken, was die Marktteilnehmer machen. Und mich dann diesem Bild auch anzuschließen. Und das ist genau die Art und Weise, wie ich jeden Morgen auch die Handelsinformationen raussuche. Das heißt, wie wir unsere Analysen starten und wie ich danach meine eigenen Handelssignale auch im Endeffekt mit trade. Das also heute zum Freitag ein kleiner, kurzer Ausflug in das Thema der technischen Analyse. Hier mit ein paar, sage ich mal, Kerzenformationen, die wir zum Traden suchen können, um das Ganze schnell zum Ausbau unserer eigenen Handelssetups zu finden. Ich hoffe, es hat gefallen. Haltet das Trading einfach. Bei solchen Sachen kann man gut sehen, wo der Markt drehen könnte. Risikobegrenzung ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig und dann auch die Chancen zu suchen. Und damit wird das Trading dann gelingen. An dieser Stelle einen ganz, ganz lieben Dank an alle, die hier zugeschaut haben. Allen einen guten Start ins Wochenende. Und wir hören und sehen uns am Montag wieder, 8.30 Uhr. Den Blog-Eintrag gibt es natürlich vorher mit den Handelsideen. Wenn alles passt, stelle ich den am Sonntag auch schon ein. Die Informationen gebe ich dann direkt hier auch auf unserer Facebook-Seite Tickmill Deutsch. Wer da noch nicht dabei ist und das Video im Nachgang irgendwo in der Aufzeichnung findet, bitte gebt der Seite einfach ein Like und ihr seid jeden Morgen live dabei oder klickt euch einfach mal rein in den Link hier über den, Weg in GoToWebinar. Das Ganze ist wirklich lohnenswert. Also, danke für die Zeit, ein gutes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.